Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin bei Rain on Power und Rain on Power baut Speichersysteme für die Photovoltaikanlage, hat viele Projekte weltweit umgesetzt und jetzt stelle ich euch hier die Heimspeicherserie mit Wesley zusammen vor. Wir schauen mal drauf, was kann das Gerät? Los geht's. Wesley, grüß dich. Hi. Wir stehen jetzt hier vor euren Heimspeicherlösungen. Und da möchte ich gerne mal drauf schauen. Ihr kommt ja eigentlich aus dem Gewerbespeichergebiet und habt da euer ganzes Know-how quasi aufgebaut. Mhm. Und da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, zeigen wir euch dann auch nochmal einen kleinen Schwenk drauf. Was macht den Heimspeicher aus? Ja, genau. Also, wir haben hier den Xtreme HV 1.0. Ja. Der ist stapelbar. Das heißt, mindestens sollten 2 Module gestapelt werden, bis hoch zu 6 Modulen. Ja. Jedes einzelne Modul hat 5 Kilowattstunden an Speicherkapazität und demzufolge hätten wir dann 10 bis 30 Kilowattstunden an Speicherkapazität. Diese lassen sich jetzt nicht im Parallelbetrieb erweitern. Hierfür ist dann der Xtreme HV 2.0 gedacht. Ja. Der lässt sich dann eben genauso stapeln, bis zu 6 Modulen, aber dann in der Parallelschaltung erweitern auf insgesamt 10 weitere Türme. Nebst dem haben wir in dem Speicher einen DC-DC-Booster mit 5 Kilowatt und der sorgt dafür, dass jedes einzelne Modul dann mit 400 Volt Spannung dann eben betrieben werden kann. Ja, du hast gesagt modular aufgebaut. Es gibt ja ganz viele, die sagen, okay, ich möchte erstmal mit einem kleinen Speicher anfangen und erstmal ausprobieren, Erfahrungswerte sammeln. Ja. Ist das möglich und dann kann ich nach 1, 2 oder vielleicht 5 Jahren auch noch erweitern? Genau, das Ganze ließ sich erweitern. Nur muss man bedenken, dass wenn beispielsweise ein Modul bei 80 oder 90% Speicherkapazität dann angelangt ist, dass eben in Reihenschaltung auch alle anderen Module dann halt entsprechend dann eben nur maximal 90 oder entsprechend die Speicherkapazität erreichen oder liefern können. Ja, alles klar. Auf welche Zelltechnologie setzt ihr? Wir setzen auf die Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie. Ja. Wir haben damit einfach gute Erfahrungen gemacht. Und man muss auch ehrlich sagen, bis jetzt hatten wir keinen einzigen Fall, wo was vorgefallen wäre. Ja, okay. Ist ja auch mittlerweile, muss man sagen, Standard im Heimspeicherbereich. Guter Standard, genau. Eine sichere Zelltechnologie. Genau. Wesley, ich habe jetzt gerade hier gesehen, ihr habt ein relativ großes LED-Display hier im Speicher. Was kann ich da sehen als Kunde? Genau, einfach die Gesamtkapazität, den Ladestand und dann den Stromfluss, dass genau der Batteriespeicher in dem Moment dann eben geladen wird. Oder entladen wahrscheinlich, das sehe ich dann auch. Ne? Genau, okay. Dann von unten nach oben. Und habt ihr die Information auch in der App verfügbar? Ja, genau. Also das Ganze lässt sich natürlich auch über die App überwachen. Mhm. Wenn wir den Wechselrichter auch von Renon haben, dann lässt sich das Ganze über eine App dann eben genau überwachen. Sowohl Wechselrichter als auch den Batteriespeicher. Ja, wir hatten vorher schon darüber gesprochen. Ihr habt auch API-Schnittstellen, das heißt, ich kann auch mit anderen Energiemanagement-Plattformen dieses System integrieren. Ne? Genau, also die API-Schnittstellen sind alle offen. Ja. Wenn es dann mehrheitlich von unseren Endkunden irgendwelche Wünsche gibt, sind wir grundsätzlich immer offen und unsere Softwareentwickler werden sich dann da was Feines für euch ausdenken. Alles klar, super. Genau. Und Garantien ist immer noch so ein Thema, was viel interessiert. Wie viele Jahre Garantie oder wie viele Zyklen Garantie? Mhm. Genau, also wir garantieren 10 Jahre für die Speicherlösungen, haben dann auch entsprechend von der Ladelebensdauer etwa 8000 Ladezyklen. Genau. Okay. Und das dürfte eigentlich mehr als ausreichen. Ja, klar. Was ich gerade gesehen habe, ihr habt hier noch einen weiteren Speicher hängen. Was ist das für ein Speicher? Ja, das ist der Niedervolt-Speicher von Renon. Dieser hat eine Gesamtkapazität von 14,3 Kilowattstunden und lässt sich natürlich auch wie der HV in Reihe dann erweitern. Ja. Bis zu 16 weitere Einheiten beim Excellent Plus. Wir hätten auch eine etwas kleinere Variante, übrigens unser Bestseller, den Excellent, mit einer Speicherkapazität von 5 kWh. Dieser lässt sich aber um 31 Einheiten erweitern. Okay. Okay, alles klar. Da kann man also ganz schön aufrüsten, wenn man möchte. Ja. Genau. Wie wird der eingebunden? Auch mit euren Hybridwechselrichtern? Oder? Genau, auch mit unseren Hybridwechselrichtern, aber in dem Fall dann mit unseren Niedervolt-Wechselrichtern. Okay, lass uns doch mal zum Hybridwechselrichter kommen. Ihr habt ja einen eigenen. Aber ich habe schon gelesen und wir hatten kurz darüber gesprochen, ihr seid nicht ausschließlich mit eurem eigenen Hybridwechselrichter unterwegs, sondern wenn jemand sagt, okay, ich finde den Speicher interessant, kann ich auch einen anderen Hersteller für den Hybridwechselrichter. Genau, oder? Also bislang hatten wir sehr viele Kunden, die dann eben das Ganze an herkömmliche Anbieter wie SMA, Victron, ProWatt angebunden haben. Da hatten wir aber immer wieder mal die Anfrage, habt ihr nicht eine Komplettlösung? Ja. Und für diese Komplettgeschichte haben wir dann halt eben unsere eigene Hybridwechselrichter rausgebracht, damit die Kunden, wenn sie bei uns was kaufen, dann eben einen Komplettlösung angeboten bekommen können und auch diese bei uns erwerben können. Okay, was viele natürlich auch mal interessiert fürs Eigenheim, gerade bei Stromausfall, gibt es Ersatzstrom? Muss ich hier eine extra Box installieren oder habt ihr das mitgedacht? Nein, genau. Hybridwechselrichter? Bei unserem Hybridwechselrichter wäre der Ersatzstrom integriert. Ja. Das heißt, man braucht keine Backup-Box oder dergleichen. Ja. Genau. Wie schnell geht das dann? Merke ich das als Kunde? Eigentlich nicht, weil wir sind da im Millisekundenbereich. Das merkt der Kunde
Schlussendlich nicht. Ja, okay. Und von den Leistungen her, sind die Hybridwechselrichter, ist da bei 8 kW Ende oder seid ihr nach oben hin noch erweitert? Genau. Also wir haben derzeit 8 bis 15 kW. Ja. Ab Oktober dann bis hin zu 30 kW. Ja, also 8, was ist die nächste Stufe dann? 8, 10, 15. Okay, genau. Und dann bald 30. Und dann bald 30. Alles klar. Ja. Klasse, vielen Dank für den Eindruck hier. Mhm. Mich würde jetzt auch noch interessieren, was eure Gewerbespeicher machen. Alles klar. Denn da ist ja Reynolds Know-how hergekommen. Mhm. Können wir das uns mal anschauen? Gerne doch. Herr Nils, ich würde dir gerne mal die Wohnkomplexanlagen kurz zeigen. Ja. Also unsere Referenzen, wo wir bislang im Heimbereich installiert haben. Ja. Unter anderem in Südafrika, Niederlande, in den USA, eigentlich überall global. Ja. Ja. Und genau, das ist die HV Extreme Serie, von der wir vorhin gesprochen haben. Und dann eben auch die Niedervolt-Geschichten in anderen Ländern sogar sehr, sehr beliebt. Ja, ich sehe schon, ihr habt auch viel mit Victron zusammengearbeitet und in Südafrika. Ich habe da schon mal ein Video gemacht. Genau. Super wichtig, Load Shedding. Mhm. Ich weiß, das ist nicht für jeden Begriff, aber da wird das Netz regelmäßig ausgeschaltet. Und das ist natürlich dann eine super Lösung, ne? Mit Ersatzstrom und Speichern zu arbeiten. Richtig, genau. Und nicht nur Victron, sondern auch der hier und all die herkömmlichen Wechselrichteranbieter werden dann mit unseren Speichern kompatibel. Ja. Und Gewerbelösungen habt ihr auch, ne? Genau, da müssen wir einfach gerade rüber gehen. Ja. Das wären so die Installationsbeispiele, die wir im Gewerbebereich haben und hatten. Ja. Hier haben wir einige Beispiele in Japan oder aus Japan. Das sind Firmen wie aus dem Bereich Telekommunikation. Die brauchen dann einfach DC-seitig oftmals Speicher, die sie sofort einspeisen können. Und falls mal der Strom ausfällt, genau, hätte man einen Notstrom. Ja, das sind ja dann sehr große Speichersysteme. Richtig. Habt ihr da feste Größen oder wird das auf den Kunden quasi nach Anspruch gemacht? Wir versuchen da gewisse Rahmenbedingungen anzusetzen, fangen so bei 48 Kilowattstunden an. Aber schlussendlich liegt es vom Endabnehmer, was er sich dann eben wünscht. Und entsprechend stellen wir alles zusammen und schnüren dann so ein Gesamtpaket. Ihr könnt also auch in den Megawattstundenbereich reingehen? Ja, klar. Also wir haben auch Installationen so um die 30 bis 50 Megawatt schon realisieren können. Ja. Genau. Und wenn es dann eben erwünscht ist, können wir auch solche Geschichten dann eben zusammenstellen. Ja, klasse. Wesley, vielen Dank für die Eindrücke, dass wir die Heimspeicher sehen konnten und auch eure Gewerbelösungen. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und erfolgreiche Messe weiterhin. Danke dir, Nils.